Klassiker. Klassiker. LOL! Habt ihr gesehen, was da passiert ist? Also, hey! Du hast gerade einen Freifahrtschein, du Huren! LOL! Ding Dong! Ein wunderschönen Hakuna. Meine Talas Muchachos, heute wieder cringiger Content. Das heißt, ja, ihr seid richtig bei den Losers. Heute Farga in die Brax, heute eiskalt mit dem Ruina unterwegs. Mit ordentlich Raketen. Spaß für die ganze Familie. Ares, Deko, ein wunderschönen. Ein wunderschön, was geht? Hallo. Eine wunderschöne, gute Hallo, Muchachos. Jetzt muss ich mir ganz kurz hier die Katzenklicks abnehmen. Ami, wink mal. Cringe. Einmal kurz die wunderschöne, süße Navi in die Kamera halten für die Klicks. Sehr schön. Sass. Küsse geht raus, Muchachos. Nüsse polieren, schön, dass ihr am Start seid. Navi, danke für die Klicks. Ein Runa-Parcours und ich bin begeistert. Haben wir jetzt Pussy-Content oder was ist das? Wir haben ganz kurz Pussy-Content gehabt, ja. Oh, nice. Können wir vielleicht wieder Onlyfans verkaufen? Wie spricht man nochmal? So, jetzt könnt ihr mir erstmal die Puppe lecken. Ja, wie beide einfach sofort abgehen. See you. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich wollte die Rakete hier haben, um euch ein bisschen fertig zu machen. Nein, ich wollte ganz hochspringen. Oh, war wieder verkackt. Jetzt hat er keine Rakete mehr. Hä, wie schießt man? Ich wollte gerade sagen, wie schießt du eigentlich, wenn du mit E springst? Hä? Wie geht das? Gar nicht. Nein! Es geht echt nicht, ne? Also... Okay. Wir haben halt die normale Bewaffnung vom Luna. LOL! Das geht ja auch. Wie hast du geschossen? Alter, Ares hat gerade auf mich geschossen, aber hat zum Glück verkackt dabei. Oh, ich kann mit Tab aber nicht durch meine Waffen durchscrollen. Das heißt, ich schätze, man schießt wirklich mit rechter Maustaste. Mit rechter Maustaste? Oh, geil. Nein, danke. Ich hab's noch nicht getestet. Oh, danke schön, Deko. Guck mal, wie schlau ich bin, ey. Hat Deko schon mal seinen ersten Freifahrtschein schon mal verdient? Ares kriegt einen drauf. Für Freifahrtschein. Eigentlich hat Deko alles rechte Erde, dich so maßlos wegzubumsen. Hab noch im Kopf, Muchachos, wie Marvin gecheatet hat, eiskalt. Apropos, eiskalt, der Folge, gecheatet. Hey, das war schon ein bisschen. Boah, Alter, wie muss man an der Stelle sagen? Was denn? Was da passiert ist, es war einfach. Ich bin der neue Prophet. Habt ihr gesehen, was da passiert ist? Also, hey! Du hast gerade einen Freifahrtschein, du Huren! Oh. Ey, du bist so ein mieser Bastard, Alter! Ey, er cheatet eiskalt mit Menü, Alter. Und dann, ich gebe ihm noch Tipps, Alter. Und er ballert mich einfach wieder genau vor dem Punkt weg, Alter! Eigentlich wollte ich Ares umklatschen. Also, was aber bei Ares jetzt neu dazugekommen ist, Bot-Kommentar des Tages. Und die Nachricht vom letzten Mal, ich habe sie extra hier am Start. Ich bin immer wieder erstaunt über die Fülle an Weisheiten, die in diesem Thread geteilt werden. Es ist, als würde man auf einen Schatz an Wissen stoßen. Das klingt einfach genau nach unserem Video. Also perfekt, nach jedem oder? Video, egal welches. Es ist ein Schatz voll Wissen. Wieso haben wir denn eigentlich keine... Wieso haben wir kein was? Keine Raketen! Der Ruiner hat doch eigentlich... Na, trifft mich nicht, Lappen, ne? Ja, haben wir den GTA-Modus an? Kannst du aussteigen? Kannst du. Dann müssten wir eigentlich Raketen haben. Es sei denn, der Typ hat gemoddet und er hat's ausgestellt. Hey, wo hast du denn die Rakete her? Hey, schon von vorher geholt. Ja, 1-1, ausgeglichen. Ja. Ja, ey, ausgeglichen. Nur, dass du mich genau vom Punkt weggeholt hast. So, jetzt hat er sich wieder abgeregt. So ein Spawnkill. Runa übrigens, Leute. Seid ihr da geil drauf? Ist doch Hammer, oder? Dass wir so ein bisschen Runa. Ja, also man hat schon... Eigentlich dachte ich ganz kurz so, ist okay, weil ich kann Runa so ein bisschen. Und jetzt merke ich bin wieder der Letzte am Punkt. So ganz profimäßig bin ich wohl doch nicht. Vielleicht muss ich mich auch erst einspielen, wir werden sehen. Ja, das ist der Falsche, den will ich nicht. Ja. Yeah. Will den anderen haben. Yeah. Oh, da haben wir ihn ja. Kann ich auch nach hinten schießen eigentlich? Kann ich nicht. Du kannst nicht nach hinten schießen.
Digga, da wird er aber weggeholzt hier, der kleine. Was der kleine Limmel. Was ist bei dir? Ey, wir hatten aber schon lange kein Runa mehr, ne? Und 3, 2, 1 und. Oh, easy Rexon. Yeah. Digga, das ist ein richtig geiles Duell, ne? Unten rum, Alter. Oh nein. Oh, kann ich da noch rüber? Oh fuck. Hast du verkackt? Nee. Hast du verkackt? Guck mal, wie hoch ich bin, Digga. Kriegt ihr mich nie. Und was wollen wir wetten? Nein! Ich hab ihn geschossen! Aus der rechten Seite raus, Junge! Schießt er echt immer rechts oder wechselt das? Oh, wie geil, ey. Digga, ist ein richtig geiles Duell hier. Santa Maria. Ey, oh. Digga, keiner trifft mehr, lol. Santa Maria. Insel, die aus Träumen geboren, läuft vom Punkt. Digga, alter Schwede, ey. Hätte er das bei mir gemacht, ne? Aber ich räche dich, Deko, ich räche dich. Marvin wieder den Sturm sehen will, ey. Ich kenn doch meine Pappenheimer, Digga, ich kenn sie doch, ey. Oh, komm her, Aris, du wirst zerstört, Digga. Du weißt nicht mehr, wie du aussiehst danach, ey. Geh weg, Deko. LOL, Digga, ich hab einfach das Handy geöffnet, ey. Oh, lol. Aber dass man mit Rechtsklick schießt, das ist so scheiße, ey. Das gefällt mir gar nicht. Schade. Vor allem auch, dass du nicht nach hinten schießen kannst, finde ich. Kannst du? Nee, kannst du nicht. Hab ich schon gemacht. Also, ich hab gerade C gedrückt und geschossen. Ja. Und er hat da vorne geschossen. Echt? Ja. Machst du irgendwas nicht richtig, scheinbar. 3-1 übrigens, Deko, ja? 3-1. Ja. Sag ich ja, Digga, dein Arsch hol ich mir, ey. Dein Arsch ist jetzt freiwillig, ey. Also für mich ist es ungefähr ausgeglichen. Wie heißt das? Du bist doch ein Jäger. Ja. Wenn so eine Überpopulation an Schweinen und Räder ist. Ja. Wie heißt das dann, dass man sie jagen darf? Das hat doch bestimmt so ein Jägerslang, oder? Naja, nee, also wenn die. Hä? Saison ist halt die Saison, ne? Aber. Du musst halt hüten. Man hütet, man tötet keine Tiere, man hütet den Wald. Digga, das ist alles wieder so, einfach so ein Wording, ne? Wir bringen nicht um, nein. Wir kümmern uns darum, dass alles besser ist. Schon ein bisschen, ist schon so ein bisschen. Ja, aber es ist ja auch durchaus richtig, ne? Also wenn zu viele die Population zum Beispiel von Rehen auch, ne? Rehen, man denkt so, oh, die Bambis. Aber wenn die Population davon im Wald zu hoch ist, dann die fressen halt die ganzen jungen Bäume an. So dass halt keine Jungbäume nachkommen. Wobei das auch so ein bisschen so Monokultur-mäßig und Wirtschaftswald-mäßig dann irgendwie ist. Ich glaube, in einem Wald, der jetzt nicht bewirtschaftet werden würde, wäre das nicht so wild. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Wald, der nicht bewirtschaftet wird. Gibt es nicht? Vielleicht gibt es Naturschutzgebiete. Ja. Da wahrscheinlich, ja, da nicht. Aber alle Wälder, die nicht Naturschutz sind, werden hundertprozentig auch bewirtet. Digga, wie häufig muss man die Scheiße machen, Digga! Alter? Aber das ist nervig! First try immer, also ich weiß gar nicht, wo ihr seid, ey. Ganz oben holze ich euch übrigens nochmal weg, ey. Ihr müsst richtig. Ich hoffe, ganz oben wartet Ari schon auf dich und holze ich gleich weg. Nee, ich bin ganz unten leider. Oh nein. Ey. So, Deko, was war das gerade nochmal? Ich komme jetzt übrigens nach unten. Ich hab gesagt, hoffentlich wartet Ari oben und gibt dir den Arm. Hi. Damit du die Liebe bekommst, die du verdienst. Wo warst du? Ach, da bist du erst, Digga, du musst doch 4 nach oben, ey. Digga, ich hab das Teil, diesen hier jetzt schon, ich glaube 7 oder 8 mal verkackt, Alter. Also der nächste, der mir entgegenkommt, den knall ich um, egal wer es ist. Entweder Deko oder Ares. Ey, Digga, ich komme mit der Hälfte von der Karre drauf und dann rutsche ich wieder runter. Oh, ich bin... Santa Maria. Oh, das war ein schönes Blutopfer. Oh nein, Marvin! Das war ein Blutopfer. Jetzt muss ich Deko nicht mehr wegknallen. Das war gut, ey. Das hat mir gefallen. Ey, du hast mich gerade genau vom Punkt gekillt, Aris. Ey! Ich rette dich. Du musst ausgeglichen sein jetzt wieder. Ich rette dich. What the fuck, Alter? Geil, Alter. Ey. Ja, also, ne? Das ist halt so, das mit dem Echo. Also, aber. Halt so, ich hab jetzt nichts getan, was du nicht vorher getan hättest. Ja. Aber muss dazu sagen, Deko hatte recht. Man kann nicht nach hinten schießen. Was denn? Ja, weiß ich. Okay. Achso. Ey. Digga, was für eine miese Fickscheiße ist denn das hier, ey? Also geile Map, ne? Ey, wie kommt Aris hier hin? Wie kommt Aris hier hin? Ey! Alter!
Oh mein Gott, ey. Alter Schwede. Digga, ist das dein Scheiß Ernst, Alter? Lass mich kurz überlegen. Ja. Digga, was ist da passiert? Was Digga, Ares hat doch irgendwie gecheatet, Alter. Ja, genau. Lass mich den gerade erst weggeholt, Alter. Zwei Sekunden später ist der einfach bei mir. Ja, first time, hallo. Ich kann irgendwen jetzt wegäugern. Einfach eine Ebene vom Punkt weg schon wieder. Also das Ares, zweite Mal übrigens, dass du mich kurz vom Punkt killst. Ares ist jetzt genau bei mir. Er hat noch nicht den Punkt. Ich könnte ihn wegknallen. Ich würde sagen, knall ihn weg. Ich würde sagen, nö. Digga, dass du mich zweimal genau vom Punkt fliegst, ne? Mein Marvin! Ey, ich hab dich nicht weggeknallt. Das war ein Troll, der war elegant. Rein. Ich rutsch die ganze Scheiße runter. Ey. Ey, ich hätte dich umknallen können. Ich bin ehrenhaft, ja? Ich bin echt ehrenhaft. Hast du nur eine Stufe runtergebaut oder was? Hä? Eine Stufe runtergebaut oder was? Ich hab ihn einfach nur wieder runtergekickt einmal, ja? Den hab ich nicht gemacht. Ich muss die ganze Scheiße von vorne machen, Alter. Ja, same, Alter. Hä, warum denn, Ares? Ich hab dich nur alle runtergeschossen. Ey, da drunter sind Speeds und genau da bin ich reingeborgelt, Alter. Digga, das war auf jeden Fall Karma, Alter. Das war auf jeden Fall sowas von dein dunkles Karma, das du da eingefallen bist. Ey, jemanden hier wegzuschießen, das ist ein bisschen zu broke, finde ich, Leute. Ja, genau. Nein! Die Troll-Episode, ich hab sie gesehen. Ey, unglaublich. Warum werde ich eigentlich jedes Mal in den Scheiß mit reingezogen, ey? Mir wurde auch gesagt in der letzten Folge, dass ich die schlechteste Trafalgar-Lore-Stimme gemacht habe. Rühm! Chumbles! Ja, die machst du immer so. Ja. Nein. Scheiße! Boah! Digga, da kommt Ares Wrack an. Dann hab ich fast weg noch. Oh, schade, Digga. Ey, das ist so ein Schmutz, Alter. LOL! Digga, bester Moment ever, Digga, bester Moment ever. Ey, Ares, du musst dich jetzt eingraben, ey. Du musst dich einfach nur noch eingraben. Digga, bin ich jetzt gleich oben? Oh, war das schön, ey. Ich brauch einen Kaffee, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Oh mein Gott. Das werden wir gleich nochmal Deko erklären, was da gerade passiert ist. Das ist jetzt übrigens der letzte Deko. Ja, mal gucken. Nee. Bitte! Oh. Hat er den Punkt? Nein. Ja, noch nicht den Punkt, ne? Jetzt wegschießen, Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Also, wir haben uns gerade so ein bisschen angepinkelt die ganze Zeit, ne? So, ich schieß ihn ab und wir springen so an der Seite raus. Ding, so richtig. Nice einfach, ne? Dann dachte sich Ares so, okay, scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach, weil ich richtig kleine Eier habe, werde ich jetzt aussteigen und mit einem Raketenwerfer schießen. Und dann ist er in den Speed reingefahren, ausgestiegen, hat auf mich gezielt und kam aber sein Auto von oben nach unten und hat ihn dann wieder platt gemacht. Ja, das klingt schon ziemlich lustig. Wessen Wrack ist denn da unten? Oder ist das Deko? Das ist Deko. Hast du nicht getroffen? Digga, wie schlecht der ist, ich hab absichtlich daneben geschossen, Digga. Richtiger Lappen, ey. Ich hab extra richtig hochgehalten drüber, dass ich dich gar nicht treffen konnte. Nein! Oh nein, Digga, ich hab aus Versehen den Fallschirm aktiviert, ey. Den wollte ich gar nicht aktivieren. Am Ende kann man den gut aktivieren, das ist gut. Ja? Santa Maria! Nicht rausfallen! Hey komm, das war voll easy, first try. Oh, man muss ihn doch aktivieren. Ich dachte, ich schaff's ohne. Okay, aber man muss ihn leider aktivieren, sonst ist man zu weak. Ja, das lag an deinem Bizeps. Oh, das kann sehr gut sein, ja. Skill! Digga, ich hab auch ich hab wohl jetzt eine Woche fast von der Rache von Montezuma eingesucht, Alter. Ich hab so an Masse verloren, ne? Ich konnte auch keine Nährstoffe drin behalten, Digga. Meine Eiweißversorgung war einfach richtig rot. Nee, ich komm da nicht ran. Ich komm da gerade auch nicht ran. Ja, das war richtig easy. Deko hat am Ende noch so ein Speed nach oben bekommen. Ja. Ja, halt am Fallschirm und nach oben ausrichten, meinen letzten Speed, ne? Vorletzten Speed. Digga! Du musst den Fallschirm schon vorher ziehen, Jungs. So wie Marvin, das sieht gut aus.
4-1, Deko. Jetzt geschafft, Digga. Jetzt habe ich dir aber auch gesagt, wie es geht. Jetzt war ich frech gelogen. Nein, ich war 80 Jahre Lichtjahre entfernt, Digga. Ja, so geht's, ne? Easy first try. Okay, warte. Digga, Ares hat einfach schon auf der Plattform hinten den Fallschirm gezogen und schaff's nicht. Ey. Ja, bitteschön. Hey, du hast doch gerade gesagt, dass ich umknallen soll. Du sollst die beim Reinfahren töten, nicht dann zurückkommen. Ich hab's immer mit der Karre unten gegen. Ich hab's jetzt so gemacht, dass ich hab irgendwas anderes gemacht, aber ich hab vergessen, was. Ja. Ich find schön, dass jetzt diesmal ich mich nicht so dumm anstelle. So wie beim Punkt davor. What the fuck? Du bist richtig krass nach unten gesappt. Was hab ich denn gerade anders gemacht? Ich hätte die ganze Zeit nach unten gesappt. Digga, Marvin ist sogar richtig locker reingekommen, ey. Ja, ich hab das ist irgendeine Technik. Irgendeine Technik ist es. Irgendwas musst du anders machen. Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Ich warte noch auf den. Ich versuche auf jeden Fall Ares zu killen, wenn er reinkommt. Warum? Weil du mich auch gerade wieder zum zweiten Mal vom Puck gekillt hast, Junge! Sag mir, wir sind quitt. Ich weiß nicht, ob du es reingeschafft hättest, aber ich würde es als quitt annehmen. Jetzt teste das mal so. Also da gibt es irgendeine Technik, aber ich habe keine Ahnung, was ich da gerade anders gemacht habe. Aber dadurch war es richtig easy weasy. Ja, er schafft's auch richtig easy. Eigentlich müsste ich jetzt töten, Alter, weil das ist jetzt echt geschummelt. Das ist überhaupt nicht geschummelt. Das ist richtig geschummelt, Alter. Du hättest nicht mal da stehen bleiben können, wäre Marvin nicht da gewesen. Es war einfach nicht mal im Bereich des Möglichen. Aber bevor wir hier noch länger warten, ne? Ja, ich bin mal großzügig zu den Muchachos. Lol! Aber Alter, eigentlich müsste Ares eine Boxershot aufsetzen. Eigentlich. Also zumindest eine Boxershorts dafür. Eine Boxershorts, wenn überhaupt hier einer mal langsam in eine Boxershorts trägt, dann ist es ja wohl Marvin. Wie er versucht, dass sie jetzt einfach hier umzuswitchen. Ich akzeptiere die Boxershorts-Regel nicht, solange er sich nicht selber dran hält. Also. Oh, Alter! Das habe ich gehört, dass du da was abgelegt hast. Lol, ich hab sogar gesehen. Ich hab Marvin erwischt, ey, please. Wir können jetzt aussteigen, ne? Leute, ich glaube, wir müssen aussteigen. Ehrlich, meinst du? Nee, ich glaube nicht. Ja, warum ist denn hier sonst so ein... Oder muss man da... Wobei? Das kann man sich aussuchen, oder? Weil ich mach's zu Fuß. Ah, okay. Ares macht's auch zu Fuß. Ares, willst du auch zu Fuß? Ares macht's auch zu Fuß. Ey, oh. Komm, Ares, für dich nochmal ein Zu-Fußball-Code drin hier. Santa Maria. Cringe. Muchachos, wenn wir jetzt hier gerade mal auf die beiden Boys warten, Merchandise, Uplay Creator Code Loser und natürlich Triebwerk abchecken. Dankeschön für euren Support. Kuss geht raus. Ja, wir bräuchten den Rockstar Creator Code. So was sollen die bei GTA 6 mal einführen, Rockstar Creator Codes. Wobei, dann will ich trotzdem nicht unsere Zuschauer Sharkards kaufen. Da ist er wieder. Digga! LOL! Was ist da passiert? Das ist richtig geil, Alter. Ein mieser Spazi, Alter! Digga, ich mach einfach zwei Schritte und bin wieder weggeschockt, Alter! Ja, selber schuld. Geht doch. Wie kriegt das hin, da nicht weggefickt zu werden? Gar nicht. Das ist 50-50 Chance. Ja, nix 50-50 am Arsch. Nein! Oh! Ja, siehst du? Ja! 50-50 alles. Und jetzt? Hä? Und jetzt? Digga. Sagst du Entschuldigung? Entschuldigung. Okay. Er hat es, Digga. Ey, so ein Fickwerk, Alter. Ey, das ist aber so lustig, diese Trolls. Guck mal, die haben, das sind so lustige Trolls, wisst ihr? Wisst ihr? Aha, okay. Kennst du? Oh Gott. Nein! Meister, Alter! Hahaha!
Gänse. Hey, dann kommt hochfahren, mir doch mein scheiß eigenes Wrack entgegen, Alter! Ich hab gerade wieder unten die Rakete weggeballt, hab gehofft, dass Marvin immer noch auf dem Brücken rumkrebst, Alter. Und dann ballert beim Hochfahren mein eigenes Wrack mich weg. Verpiss dich, ey! Habt ihr den Punkt schon? Nee, ich glaube nicht, deswegen. Aber du hast ihn schon, ne? Ja, natürlich. Dich trollen bringt nichts. Oh, ist das lustig. Was machst du? Scheiß doch nicht! Mein Auto! Oh, ist das so lustig, ey. Das ist so ein lustiger Parcours, ey. Ja, also nach dieser Kletterwand, muss ich sagen, gefällt es mir auch ganz gut. Alter, hat was, ne? Wo seid ihr denn eigentlich? Wo ist denn Marvin? Digga. Über mir. Bin so ein richtiger Adler, Alter. Ich hoffe, du hast keine Rakete, ey. Easy, Digga. Nein! Oh. Easy, Digga. Ich okay, dann muss ich, aber ich kann doch nicht wieder Ares holen, ey. 6-2, ja? Trollen, ey. 6-2. Deko, 6-2. Ja, Spawnkill, du Lappen. Es war doch kein Spawnkill. Wie war es ein Spawnkill? Ist dir gespawnt oder nicht? Hey, warte mal, wie machen wir das jetzt? Rausspringen? Welchen müssen wir denn? Direkt daneben. Daneben. Okay. Warte mal, ich glaube, wir machen das so und dann einmal so drehen. Sieht das gut aus, was ich da mache? Nee. Nein? Hä, wo bin ich? Du bist viel zu niedrig. Ich mache einfach nur im Stehen springen Fallschirm an. Ich glaube, was du da machst, sieht besser aus. Ja, doch. Ja, nein, also es könnte ungefähr so gehen, ja. Darfst nur nicht an die Tube stoßen. Oh. Oh, okay, ja, das ist nicht schlecht, ja. Man kann das Auto leider so schlecht drehen. Ja, weil du keine Leertaste drückst. Also am Fallschirm zumindest, ja. Achso, nee, so auch, ja. Nein! Oh, fuck, ey. Digga, ist das jetzt ein Rumgeschwänzel hier? Warte mal, einfach so? Nee. Digga, das wird wahrscheinlich wieder 12 Mal kommen hier, ne? Eben gerade hat sie noch Spaß gemacht. Ja, wenn er. Aber er baut halt so Sachen ein, die scheiße sind, aber die muss man dann 30 Mal machen am Stück. Weil wahrscheinlich muss man einfach ins Rüssel machen. Ich mach's jetzt anders, Digga. Oh. Ja, die gleiche. Einfach synchron, ey. Ja, komm schon. Ah! Nein! Ey! Was ist er für ein Bastard, Alter? Nein, Ares hat es, Digga, wie unverdient, ey. So easy, Alter. Aber wie hat er es gemacht? Ich hab keine Ahnung, leider. Ach so! Ich glaube so einfach nur, warte mal, so. So easy. Nein! Ja. Schlechter, ja. Okay, er ist schon wieder am nächsten. Ja, du musst nur rückwärts rausfahren. Wie rückwärts rausfahren? Rückwärts rausfahren, ohne zu springen. Rückwärts rausfahren, du spawnst doch rückwärts, Digga. Ja. Okay. Bin okay? Okay. Aber ja, nice, Ares, ja, nice. Muss ich sagen, nice. Dankeschön. Also, bei mir klappt's nicht. Hä, was klappt denn da nicht? Ich hab jetzt den Punkt von außen eingesammelt. Boxershorts. Keine Absicht. Hätte dazu bauen können, ne? Hä, wie denn, Alter? Boxershorts, Alter. Digga, du hast absichtlich geschoben, glaub mir nicht zu, Alter. Ja, du schwimmst doch auch absichtlich. Das war keine Absicht, Mann, ich bin da von außen gegengestoßen. Ja, lass mich raten, ne? Keine Absicht. Dieser aber Klappen, nicht. Alter. Digga, 6-5, ja? Ey, ihr beide seid vorne. Okay, ziemlich. Deko, nicht springen, ne? Sondern einfach nur rausfahren. Ja, rausfahren, ich weiß. Nimmst du ein bisschen nach vorne, fertig ist. Ja, ich weiß selber, wie das geht, glaub mir nicht zu. Können wir nochmal noch. Ey. $5. Busa. Busa. Eher am Umtönen. Weißt du, neulich noch Deko richtig unverhältnismäßig auseinandergenommen. Was willst du denn, und Alter? Und gecheatet. Wollt ihr euch ein Zimmer holen? Und gecheatet. Aber warum, muss man sich jetzt die Frage stellen. Ja, weil du gecheatet hast. Wir können uns die Stelle nochmal anschauen. Ja. Und dann sehen wir ganz klar, dass du gecheatet hast. Deko, einfach richtig nach vorne gefahren. Wir machen so ein Skill-Duell. Er holt plötzlich die Haftbombe raus. Ballert ein paar Mal hin und her. Bam, bam, bam. Nachdem du 10.000 Mal weggeballert hast. Alter Schwede, wir haben einen neuen Deko. Bist du, ich bin selber Deko-Seite. Wir haben Deko, wir haben Deko-Fangirl hier. Das ist egal. Fangirl in deinem Arsch. Ich kann das verstehen, Alter, ich bin doch ein geiler Typ.
Oh, schade, ey. Schimmel, Heinrich. Oh, ey, ich hätt's dir gegönnt. Nein, hättest du nicht. Wir gehen hier wieder zu Fuß. Ey, Digga, warum? Weil ich's kann. Marvin, ey. Oh. Und da das keine Silbermap ist, habe ich sogar eine Waffe endlich mal beim Fußparcours. Das erste Mal seit irgendwie anderthalb Jahren. Immer auf die Schnauze. ich seh doch jetzt schon, Aris, dass er da vorne einfach eine Waffe zieht, ey. Ich wusste es doch, ey. Ja, willst du uns beide umklatschen, hä? Willst du uns beide umklatschen? Lol, hä? Ich hab das ich war, hä, was war denn da los? Ich muss aber sagen, eigentlich wollte ich tatsächlich Aris mit dem Teil wegschieben. Hä, wieso hab ich denn nicht geschossen? Hä, wolltest du mich töten oder was? Ich wollte da rein, ich wollte euch beide haben, ey. Nee, einfach nur nein. Ruhe auf den billigen Plätzen, ey. Gecheatet und hast keine Boxershorts aufgesetzt dafür? Einfach nur nein. Oh fuck. Geiler Typ, ey. Oh. Ey, Deko, ey. Was denn? Digga, er hat sich echt den Punkt zugeholt. Hat er echt? Natürlich, easy, hallo. Digga, es ist unfassbar, was für Lappen ich hier spiele, ey. Da ist kein Schild dran von wegen Lauf zu Fuß. Da hast du recht, ja. Da hast du recht. Hätte dazu bauen können. Das wäre Ausrede 2, aber hier war halt wirklich kein Schild. Nein. Ey. Ich war durch. Ich war durch. Nein! Bist du auch daneben gefallen? Hey, ich bin über die ersten zwei Busse rübergeflogen und dann gestorben vom Fallschaden. Ey, Digga, ich war schon durch, ey. Ich war einfach schon durch. Ey, warum? Ja, ey. Ja. Ja, so, hab den Punkt. Willst du mich ficken? Jetzt mach doch so eine Scheiße, ey! Ey, du warst das! Ey. Laber mich nicht voll, du warst das, ey! Laber mich nicht zu, du hast absichtlich nicht gerespawnt, einfach nur aus Bockigkeit, ey! Du warst das! Hab ich genau an deine Stimme gehört gerade! Ja! Hab ich ganz genau gehört, einfach nur Bockigkeit, ey! Ja, wenn man mir einfach so kommt, ja? Wenn man mir so ey, kommt! Und dann ballert er mich noch tot, ey! Na, Alter! Wenn man mir so kommt, wo ist Aris eigentlich schon wieder, der kleine Klabautermann, ey? Ja, hier am Punkt. Aber wie random soll diese Episode schon wieder sein? Wir so, ja. Hä, die ist geil. Ja, hallo, der Einzige, hier serious macht, ey. Ey, du hast mich gerade umgebolzt, ja? Nein, du bist absichtlich nicht gerespawnt, das ist einfach nur in Kauf genommen. Nein, ich fall schon wieder daneben, Mann. Und trotzdem mache ich es weiter richtig. Ich sage, ja, wenn du zubauen könntest, fliege ich einfach mal hin. Ja, wir laden ja genauso. Weil ich halt kein Lappen bin, das zu euch beiden, Alter. Ja, wir warten jetzt hier einfach nur dämlich. Also Aris ist schon am nächsten Punkt. What the fuck, ey, Straßenverkehrsordnung, Alter. Wenn da ein Schild gestanden hätte, von wegen ja, steig jetzt aus. Laber mich nicht zu, Alter. Ey. Ey, dann hätte ich das gerne zu Fuß gemacht, ja. War das glaubwürdig? Digga, jetzt komm doch einfach, Alter! Halt deine Fresse, lutsch meinen Schwanz, Junge! Ich wär schon beim Punkt, jetzt bin ich zum zweiten Mal weggefickt, ey! Ey, zum zweiten Mal? Ich hab dich einmal genudelt! Du hast mich gerade im Bus, ey! Alter! Oh, aus der Entfernung nicht schlecht! Jetzt komm her, Deko, komm schon! Das ist auch da den lästigen. Alter, beide eure Monkey Fickfressen, Alter! Schick euch zum Praktikum zu fucking Egon Kowalski, ey! Das Ding ist mir. Mit ihm seine Wichslunte abwischen, ey. Dadurch fördern wir die Bockigkeit, das ist auch nicht gut. Weil jetzt macht es erst recht nicht. Jetzt müssen wir noch länger warten. Ja, ich warte jetzt hier, ich mach rein gar nichts. Es war von Anfang an hätte ich das nicht gecheatet, Alter. Hättest du ja beim ersten Mal schon nicht wegdingsen sollen, dann wäre ich schon lange da. Aha, du hättest mich auch nicht wegdingsen sollen, hättest du auch richtig gemacht. Hallo, wir haben nicht gecheatet, da war kein Schild. Hallo. Hat deine Fresse, du hast gecheatet. Geht dir das nicht schön? Ey. Diese Folge ist wieder so geil, ey. Hey, was war das? Dieser Sack, ey. Deine scheiß Explosivsniper. Presse.
Digga, beweg deinen Arsch jetzt hierher. Das dauert. Das versuche ich schon in einer halben Stunde. Ey, in der Zeit, wie du da runterkackst, kann ich doch genüssig einkaufen. Fahren mir noch. Ja, dann mach das. Wir nehmen dann richtig, der wärst du auch noch hier. Ja. Digga, muss ich wieder von einem zulabern lassen, der es gecheatet hat, ey. Hallo, da nicht mal einen Trial gemacht hat, der Wichser. Doch, hab ich. Aber legit. Kann ich doch nichts dafür, dass ich scheinbar smarter bin als du. Da war kein Schild. Smarter gecheatet hast du. Fauler bist du. Lol, wie ich überlebt habe, Alter. Guck mal, jetzt mussten wir alle leiden. Und ich würde sagen, ich am meisten, weil ich warten musste. Ja. Wie dick und springst du über den Pfeil? Geiler Typ, ey. Oh, oh shit, ey. Oh, geil. Das ist so richtig easy, ey. Ja, du musst aber die Technik machen, so wird's nicht funktionieren. Hätte 100 pro gereicht, ey. Weiß ich nicht. Ares, hätte es gereicht? Sehr stark dazu aus. Nö. Glaub nicht. Digga, wie er schon wieder einfach weiterfährt, die kleine Lutschpumpe, Alter. Ich vertraue dir null, Alter. Wie, was null? Ja, null. 0,0. Nichts, nada, niente. Digga, dein Arsch hol ich mir aber sowas von. Nie Ente. So sollte das sein eigentlich, ey. Nie Ente, ja, damit erwärmst du mit dem Kommentar wirst du wahrscheinlich gerade einige Herzen der Community erwärmen. Ah ja. Ich würde lieber die Ente erwärmen, ich hab Hunger. Boah, diese Stimmung ist schon wieder richtig geil, ey. Ich feier diese leicht toxische, aber doch irgendwie schöne Stimmung. Dass wir befreundet sind, das glaubt jetzt irgendwann kein Schwanz mehr. Der Einzige, der Grund hat, toxisch zu sein, bin ich, ey. Diese Arschficker. Ja, genau. Nur weil Marv und ich jetzt gerade smarter gelöst haben als du. Bist nein, weil okay. Ihr beide gecheatet habt, Alter. Und mich ja, dann auch 12-mal wegfangen vom Punkt, ey. Also Deko hat mich da weggeäugert mit den Atomizer. Ich hab einfach die Chance genutzt. Das war kein Cheaten, das war einfach komplett lächerlich. Halt die Fresse, das war Cheaten. Das war kein Cheaten, da sind wir uns alle einig. Wunderbar. Ich find's immer so geil, dass am Anfang gesagt wird so, wir verbünden uns jetzt gegen Barbossa. Und dann wird hier einfach richtig im Sack geleckt, ey. Beim letzten Punkt müssen wir nochmal, hier machen wir Skill-Duell, Leute. Hier ist Skill-Duell. Aber Raketen sind erlaubt. Aber nicht aussteigen. Skill-Duell, aber Raketen sind erlaubt. Merkst du selber, ne? Ja, aber die Raketen, die man einsammelt. Nicht ab aussteigen und Raketen schießen. So, Leute, fürs Protokoll, ich wäre jetzt gerade Erster. Wärst du nicht. Da hinten ist das Ziel, Digga, da hinten ist das Ziel. Digga, nein. Ares immer noch nicht. Fuck! Warte mal, guck mal, Deko. Digga. Und los. Nein, Spaß. Digga, ich kann dir so ein bisschen zublinzeln, ne? Hi. Klick. Okay, 3, 2, 1, let's go. Es war mir so klar, ey. Ich wusste es so. Du mieser Lachs. Ich wusste es einfach. Ja, ich wusste. Danke fürs Zuhören. Ich wusste es so, ey. Dieser Ficker, Alter. Das ist unglaublich, der Typ, ne? Ey. Nein. Oh ja. Nein, ich hab auch verkackt. Oder komm ich noch? Los, bitte. Bitte. Oh mein Gott, Digga, mit wie viel Glück. Immerhin weiß ich mal, dass es kein Skill war. Ey, der Hass. Oh, geil. Okay. Nein! Ich prall an der Kante ab, Junge. Oh. Nein! Ja. Wo geht das Ding zu? Alter, wie weit Dick oben ist! What the fuck, ey! Der muss ja gar nicht springen! Lol. Nein! Oh. Ach, kann ich nicht schießen. Nein! Lol! Oh. Nein!
Digga, diese Scheißding soll man nicht immer zugehen, ey. First try übrigens. Ja, wir haben schon festgestellt, dass es Luck war bei dir. Ey, nein. Oh, Deko hat es. Ja, yeah! Ich hoffe, Ares beendet nicht, ey. Ich wusste, dass er noch kam. Das ist so geil, ey. Ich liebe auch den Rage von Ares, Digga. Ich liebe ihn einfach, 18 ey. 18 noch, Ares. Oh, ey. Schade, war das schlecht. Ey, aber die Map war geil, oder? Total geil. So, selber zocken. Und in der Videobeschreibung. Hatte zwischendurch mal Spaß, ja. Oh. Nein. Ey. Aber, ja. Schade. Ja, also der Sieger der Herzen rum. Bin ja wohl ich, eindeutig. Dafür hast du zu viel gecheatet. Sagt der, der einfach kein Skill hat. Sagt der Einzige, der in der Folge nicht gecheatet hat. Daumen nach oben. Wir versuchen das Salz jetzt mit Kaiser Natron, wie sagt man? Zu neutralisieren? Neutralisieren. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt diese Salzigkeit geliebt. Sodass eure Pizza vielleicht noch etwas besser geschmeckt hat. Habt noch einen wunderschönen Tag. Es war eine sehr salzige Folge, aber dafür war der Rest war ZuckerZucker und Salz, neutralisiert sich. Alles gut. Ares vorbeischauen, habt einen wunderschönen Tag. Bis dann, reingehauen.